Und nicht eine Schramme. Fahren Sie schön langsam. Der Wagen kostet ein Vermögen, Mann. Schon mal was von der Versicherung gehört? Wer vom Rausch der Geschwindigkeit gepackt wird, für den gilt nur noch eine Devise. Das Äußerste aus sich selbst und der Maschine rauszuholen. Sie bewegen sich permanent im Grenzbereich und niemand kann sie aufhalten. Sie nennen sich selbst Banzai Runner. Aber ein Mann stellt sich ihnen entgegen. Und es beginnt ein tödliches Spiel. Wollen Sie damit sagen, dass sich jeder gehirnamputierte Angeber da draußen mit 200 Meilen auf den Highways austoben kann? Nur weil er stinkt vor Moneten? Dann wirst du endlich die Sache mit deinem Bruder vergessen und lernen, dein eigenes Leben zu leben. Schnell läuft die Kiste. Oh, das ist eine Wahnsinnsrakete. Kein Preis ist einem Banzai Runner zu hoch, wenn es um ein solches Geschoss geht. Ah, verpiss dich, du Koffer. Werden Sie endlich erwachsen, Mann! Wir leben nicht mehr im Wilden Westen, Basskampf! Ich könnte dich festnehmen. Es war ein Volltreffer! Geben Sie mir Ihre Dienstmarke. Aber er bekommt eine zweite Chance. Ihr 200-Meilen-Geschwindigkeitsrekord hat sich rumgesprochen, bis zu uns nach Washington. Also ihr finanziert das Unternehmen und ich bin der Köder. Und aus dem Bullen wird ein Banzai-Runner. Beck Baxter hat auch noch eine Rechnung zu begleichen und geht mit auf den Höllentrip. Wo ist mein Slip? Woher soll ich das wissen? Hier, such dir einen aus. Du hast ihn mir ausgezogen. Beck, schauen Sie doch mal bei mir auf den Drink vorbei. Ich war schon im Penthouse. Würde mich freuen. Aber Sie fahren nicht nur einen heißen Reifen, Sie machen auch heiße Deals. Ich brauche 10 Kilo Kokain. Reinheitsgrad 80%. Cash bei Lieferung. Wer zuerst am Ziel ist, gewinnt den Wert der Lieferung. Es ist ein Rennen auf Leben und Tod. Und die Chancen stehen schlecht. Bitte. Ich hab euch gewarnt! Beck, du darfst nicht sterben. Krallt euch fest, ich schmeiß den Turbo rein. Sie sind eiskalt bis in den Tod. Banzai Runner.